einen Begriff aus der Westernreiterei, und zwar das Ground Tying. Gemeint ist damit, dass ein Pferd sich angebunden fühlt und so verhält, als sei es angebunden, wenn der Strick nur den Boden berührt. Also sinngemäß heißt das, das Pferd ist am Boden angebunden. Er ist natürlich nicht tatsächlich angebunden, sondern hat gelernt, dass, wenn der Strick den Boden berührt, er sich so verhalten soll, als sei er fixiert. Das Ganze ist ganz praktisch, wenn man das Pferd nur ganz kurz verlassen möchte, es sich also in einer gesicherten Umgebung aufhält. Es ist keine Empfehlung für das Parken in der freien Landschaft. Das nicht. Es ist einfach eine Erziehungseinheit, die den Umgang in manchen Situationen sicher macht und erleichtert und ein Beweis ist für den Gehorsam und die Aufmerksamkeit des Tieres. Im besten Falle kann ich mich jetzt ganz kurz entfernen und das Pferd weiß, es ist geparkt und soll dort stehen bleiben. So, ich habe mich vom Pferd entfernt und er hat akzeptiert, dass er sich angebunden fühlen soll. Schließlich ist er nicht angebunden. Steh. Wie kommt man dahin? Ja, es ist einfache Konditionierung. Man muss oft genug dem Pferd, ich mache das über das Stimmkommando Steh, zu sagen, wenn ich Steh sage, hast du zu stehen. Nach und nach verknüpft das Pferd das mit dem am Boden liegenden Strick, weil es immer dann auch dieses Stimmkommando bekommen hat. Manche lernen das sehr, sehr schnell, bei anderen muss man das ein paar hundert Mal machen. Wichtig ist einfach die Konsequenz, diese Übung immer in gleicher Art und Weise zu zelebrieren. Also mit Konsequenz, das heißt, wenn er nicht stehen bleibt, ihn exakt wieder an die Position bringen, wo er hätte stehen bleiben sollen. Und das damit zu verknüpfende Stimmkommando, Steh, zu wiederholen. Die meisten Pferde kapieren das relativ schnell. Und ich möchte zum Schluss nochmal wiederholen, in der freien Landschaft, auf ungesichertem Gelände, ist das nicht nachzumachen. Es ist schön, wenn es funktioniert, da wo es angemessen ist, aber es ersetzt nicht das zusätzliche Anbinden, wenn man tatsächlich eine Pause macht und das Pferd verlässt. Dankeschön. Tschüss.